Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum DP-Talk hier am heutigen Abend beim Event Elbersheim Meets Sports. Wir haben 6 Ansprechpartner beider Vereine hier und ich glaube, wir tun keinem Verein und keinem anderen Verein in Hagen Unrecht, wenn wir sagen, hier sitzen die zwei sportlichen Aushängeschilder der Stadt. Wir haben hier zu meiner linken Seite Herrschaften von Felix Hagen, dem Basketballer. Zu der rechten Seite haben wir Handballer vom VfL Eintracht Hagen. Ich stelle mal kurz, auch wenn die meisten von Ihnen wahrscheinlich alle Herrschaften kennen, stelle ich mal alle vor. Wir haben hier einmal den Chef von Felix Hagen, Martin Schmidt. Wir haben Timo Hulemann aus dem Team, sozusagen als Ersatz für den Capitano. Und wir haben Head Coach Chris Harris. Dann haben wir zu meiner rechten den Sportdirektor vom VfL Eintracht Hagen. Genau, das muss auf jeden Fall auch mal zwischendurch sein. Jetzt haben wir noch zu meiner Rechten den Sportdirektor vom VfL Eintracht Hagen, Michael Stock. Schönen guten Abend. Dann haben wir Alexander Becker aus dem Team, der sozusagen als Ersatz für Capitano Walter Schmidt hier sitzt. So habe ich es jetzt mal erschlossen, weil zumindest das so aussieht, nicht? Dann haben wir noch den Trainer vom VfL Eintracht Hagen, Stefan Neff, hier sitzen. Und ich führe so ein bisschen durch den Abend. Mein Name ist Carlo Schiffersen, ich bin der Westmarktkopf. Nach dem Darbietum gerade weiß ich gar nicht, wie ich das trocken soll, aber nackte Haut wird es jetzt hier zumindest nicht geben, das kann ich glaube ich versprechen. Stange steht noch! Naja, nein, Spaß beiseite. Ich will mal wenig durch den Abend, wir fangen am besten auch direkt mit der ersten Frage mal an. Und das ist eine sehr erfreuliche Frage für beide Vereine. Die Ischelandhalle war bei den letzten Spielen echt durchaus gut besucht. Phoenix hat zuletzt die 3000er-Marke geknackt und auch beim VfL Eintracht Hagen beim letzten Heimspiel echt super viel los. Wir hatten ein ausverkauftes Haus und das Sportliche stimmte auch. Vielleicht die Frage an Michael Stock an der Stelle. Wie wollt ihr jetzt den Schwung und die Spannung mitnehmen für die nächsten Wochen? Ihr habt jetzt eine Länderspielpause. Wie hält man das hier hoch und wie wollt ihr es den Fans zurückgeben und wie wollt ihr ihnen zeigen, es lohnt sich häufiger zu kommen? Ja, zunächst mal machen wir erfolgreich Handballspiel weiter. Wir bereiten uns in den nächsten 14 Tagen auf unser Spiel in Potsdam gewissenhaft vor und werden dann in unserem nächsten Heimspiel, nachdem wir hoffentlich in Potsdam gepunktet haben, ein kleines Derby gegen die WD Minden haben, auch eine Traditionsmannschaft, die zu uns kommt. Ich habe gesehen, bei Ticketmaster sind fast keine Sitzplätze mehr jetzt schon vorhanden fürs Spiel. Insofern, wir werden einfach so weitermachen. Ich glaube, das Spiel am Sonntag hat gezeigt, wozu wir in der Lage sind und genau da werden wir weiter anknüpfen. Wunderbar, schon ein kleiner Applaus, genau. Dann fragen wir mal die andere Seite. Martin Schmidt, ich weiß gar nicht, wann hast du das letzte Mal erlebt, dass so viel in der Halle los war und was hat das in dir ausgelöst? Wie hast du die Stimmung, als die 3000er-Marke geknackt wurde, erlebt? Und wie geht es dir mit der Spannung? Wie wollt ihr das aufgeteilt? Bei euch ist ja auch gerade sehr viel los. Stimmt. Also grundsätzlich haben wir letztes Jahr, also ich gehe mal eine Saison zurück, irgendwie nach Corona angefangen. Es war so das erste Jahr, wo Corona nicht mehr die ganz große Rolle gespielt hat. Und man wusste nicht, wie geht's los. Wir hatten am Anfang, glaube ich, 1900 Zuschauer, 2000. Waren grundzufrieden, sagten mal super. Und dann ging das hinten raus schon los mit dem Paderborn-Spiel, mit dem Playoff-Spiel, was nach 5 Jahren endlich mal wieder erreicht wurde. Und haben da die 3000er gehabt und haben gesagt, naja, mal gucken, ob sich das hält. So, und dann startest du in die Saison und wir haben jetzt gerade den höchsten Schnitt aller Pro-A-Ligisten, was mega ist. Haben jetzt zum ersten Mal die 3000 gesehen, hoffen, dass Sonntag das gleiche wieder passiert. Das zeigt halt zum einen, dass Corona, ich glaube, auf Holz, doch jetzt langsam irgendwie vorbei ist, auch wenn jetzt alle Erkältung haben und Krippen und sonst welche Themen. Aber im Großen und Ganzen haben die Leute wieder Bock auf enge, volle, laute Hallen und haben damit auch kein Problem mehr. Und ich glaube, das ist im Moment das, was halt Spaß macht. Das befeuert sicherlich auch, dass wir, glaube ich, wow, Jamie, jetzt hilft mir. Wenn wir Sonntag gewinnen, ist das der drittbeste Start in der Geschichte von Phoenix Hagen. Das ist dann der Auftakt für den zweitbesten und den besten Start in der Geschichte von Phoenix Hagen. Also wir sind im Moment schon echt dabei, irgendwie. Wir haben, also Jamie ist, man muss dazu sagen, unser Pressesprecher hat die Eigenschaft, wenn irgendwie sowas passiert, in der Historie zu kramen und Statistiken aufzustellen. Ich feiere sie jedes Mal, deswegen weiß ich das auch, also danke an dich. Und das ist halt einfach jetzt die Situation, das wollen wir auch halten, aber ich glaube, dass das, was die Leute am meisten interessiert, ist, du gehst in die Halle und es geht erstmal nicht darum, ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Sowohl die Eintracht als auch Phoenix bringen halt Mannschaften auf den Platz, die kämpfen, die Hagener Mentalitäten an den Tag legen, also beißen, kratzen, nicht immer schön, aber dafür sexy. Und das ist halt einfach das, was du verkörpern musst. Ich glaube, deswegen kommen die Leute in die Halle, das wollen sie sehen und dafür ist die Ische bekannt. Dafür mag uns kein Gegner, dass wir diese Halle haben und ich glaube, wenn wir das weitermachen, dann wird das auch sich nicht ändern.
Wenn du einen Vorschlag machst, mach gleich links von dir weiter. Dann kannst du das Mikro schon mal langsam übergeben. Der Timo könnte mir einmal die Frage beantworten, was dein persönlicher schönster Fan-Moment in diesem Jahr war. Denn ohne Fans geht im Profisport ja gar nichts. Die geben euch sehr viel. Insofern die Frage, hast du ein Highlight? Hast du irgendeine Situation, an die du dich erinnerst, die dir einen besonderen Moment beschert hat? Und wenn ja, in welchem Spiel war das? Und wie gesagt, gib mal einen Einblick in dein Seelenleben, könnte man sagen. Ich würde sagen, auf jeden Fall letzte Saison an meinem Geburtstag dann oben die Humba zu singen, war schon ein sehr geiler Moment für mich. Aber generell, es gibt sehr viele geile Momente mit den Fans, wenn man dann mit denen ein bisschen spielen kann, mitreißen kann. Also es gibt sehr, sehr viele. Kann ich jetzt wirklich eigentlich nicht so einen rauspicken. Okay, danke schön. Dann gehen wir die Frage mal in die andere Richtung, in die Richtung der Grünen-Gelben hier. Alexander Becker sitzt ja hier. Vielleicht kannst du mal erzählen, ich habe schon eine Vorahnung, wann der größte Moment war, in dem jetzt die Energie von Fans euch ein bisschen vorangepeitscht hat. Ich würde mal spekulieren, dass das jetzt der vergangene Sonntag schon war. Ne? Hat wie groß war der Einfluss dieser ausverkauften Halle, der Stimmung, die ja dann echt grandios war? Wie groß war der Einfluss auf euer Spiel, dass er wirklich gerade in der ersten Halbzeit super dominant war? Ja, du hast es schon vorweggenommen. Also jetzt gegen Hamm am letzten Sonntag, das hat natürlich mega viel Spaß gemacht. Die Hütte war voll, aber echt eine geile Stimmung. Und das wurde am Ende auch noch mit einer Humba von Pierre Busch gekürt. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Und das hat auch so ein bisschen an das Gummersport-Spiel vor 2 Jahren erinnert, wo die Hütte auch rappelvoll war. Und ja, am Ende nimmt das die Fans auch mit, wenn wir gute Leistungen bringen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir sowas zeigen können und auch von den Fans dann eben so eine Rückmeldung bekommen. Ja, vielen Dank. Wir bleiben vielleicht mal. Wir bleiben mal bei so ein paar persönlichen Dingen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele von euch. Ich bleibe übrigens beim sportlichen Du beim letzten Abend. Ich hoffe, das ist vor allem in Ordnung, aber ich glaube, das ist besser daraus einer weiteren Erklärung. Wir bleiben so ein bisschen bei persönlichen Dingen. Mir ging es jetzt auch darum, vielleicht mal so ein paar Sachen aus der Kabine zu erfahren. Wir machen direkt weiter bei Alexander Becker. Wer ist bei euch im Team der größte Spaßvogel? Gibt es so jemanden? Also im Grunde gibt es ja zum Beispiel bei der Fußballnationalmannschaft, wird immer gesagt, der Thomas Müller, der eiert so rum und ist aber auch gleichzeitig nervig. Habt ihr so auch so jemanden? So eine Ulknudel sozusagen? Ja, also ich glaube, so richtig hervorheben kann ich da keinen, aber ich glaube, Max Brzezinski und Maurice Paske sind da schon vorne dabei. Maurice stichelt ganz gerne, das ist dann auch manchmal ein bisschen fies, aber er macht es immer auf eine witzige Art und Max kann auch sehr viel lustige Sachen erzählen, ja. Ja, danke schön. Also auch die Torhüter bei euch, die größten Applaus im Kopf. Ja, das ist ja bekanntlich so, dass die Torhüter ein bisschen anders drauf sind. Dann gehen wir mal nochmal in die Richtung von Felix Hagen und dann nochmal das Pendant-Tempo. Kannst du mir mal sagen, wer ist zum Beispiel bei euch der Trainingsweltmeister, der Ackermeister? Habt ihr jemanden, der sich komplett auf gut Deutsch den Hintern aufreißt, der sozusagen wirklich immer alles lebt, auch im Training oder im Spiel? Wahrscheinlich alle. Ja, gut. Tolles. Chris Harris! Also auf jeden Fall geben wir natürlich alle immer alles so. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich würde eigentlich sagen, so vom letzten Jahr auch her, so würde ich Christopher Krause vielleicht so nennen als größten Ackerer aus dem Team. Genau, dann kommen wir schon zum nächsten Teil. Da würde ich jetzt den Trainer einmal bitten, die Mikrofone an sich zu nehmen. Wir fangen nochmal bei Stefan Neff an. Wie zufrieden bist du mit der sportlichen Leistung deines Teams bisher und wie blickst du auf die nächsten Wochen? Ach, das Wort zufrieden mag ich halt überhaupt nicht. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Ich glaube, ich wäre nicht mal zufrieden, wenn wir 20-0 Punkte hätten, weil es immer Dinge gibt, die zu verbessern sind. Bei uns hat der Saisonstart so zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man sagen, mit den personellen Problemen, die wir jetzt schon wieder hatten, sind wir noch einigermaßen gut davon weggekommen. Nachdem wir die ersten beiden Spiele verloren haben, haben wir jetzt 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. Auf der anderen Seite hätten wir doch auch gerne schon 2, 3 Punkte mehr. Das ist auch ganz klar. Das ist irgendwo so unser Selbstverständnis, dass wir uns Step by Step halt auch nach oben arbeiten wollen. Wir sind jetzt aktuell auf Platz 8 angekommen. Wir haben jetzt eigentlich einen geilen November vor uns, weil wir gegen 4 wirklich super starke Mannschaften spielen.
Das gibt immer Chancen auch, weil wenn man gegen direkten Konkurrenten dann auch gewinnt, die sich so in selben Tabellengefilden befinden, gibt es immer die Möglichkeit, auch nach oben zu schielen. Und das ist jetzt die Aufgabe, wenn wir jetzt gegen haben, wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben gezeigt, was wir in der Lage sind. Wenn wir wirklich an einem Strang ziehen, wenn wir vor allen Dingen Abwehr spielen, das ist für mich als Trainer immer ein großes Thema. Und dann werden wir auch in der Lage sein, in den nächsten Wochen fleißig zu punkten. Und wir sind noch nicht mal beim Drittel der Saison jetzt angekommen, von daher sind wir immer noch früh in der Saison, es ist vieles noch möglich. Ich möchte immer mehr, ich möchte immer gewinnen, von daher ist 10-10 Punkte nicht das Optimale. Aber wir haben zum Beispiel das Worst-Case-Szenario vom letzten Jahr ganz klar abgewendet, wo wir ganz, ganz lange unten drin gestanden haben. Sind da jetzt deutlich stabiler unterwegs. Von daher kann man es auch von der Seite sehen, dass man sagt, es ist für den Moment in Ordnung, aber wir wollen mehr und wir wollen vor allem im November jetzt gucken, dass wir weiter nach vorne noch kommen. Hattest du mit Blick auf die Phase nach den ersten Spieltagen, in denen das personell besonders eng war, gab es da mal Situationen, in denen du auch schlaflose Nächte hattest oder konntest du mal durchschlafen? Wie ist da so der Stand? Also beim Verlieren kann ich nie durchschlafen, das ist schon mal ganz einfach zu beantworten, weil es dann immer Themen gibt, die einen beschäftigen, die auf dem Tisch liegen, die mir auch keine Ruhe lassen. Allerdings ist es auch nach gewonnenen Spielen nicht mal ganz einfach, weil dann viel Adrenalin im Körper ist. Wenn das schwindet, wird man schnell müde und irgendwann mit in der wachen Nacht sitzt man wieder hellwach im Bett und macht sich doch auch wieder Gedanken. Nein, wir sind nie unruhig geworden, um das mal konkreter zu beantworten. Und wir glauben immer an unsere eigene Stärke, immer an unsere Fähigkeiten. Im Sport gehört manchmal auch Geduld dazu, dass man nicht nach zwei Niederlagen alles in Frage stellt. Und das haben wir sehr gut hinbekommen. Wir haben uns gegenseitig Stabilität gegeben, haben weiter an uns geglaubt und haben jetzt auch wirklich schon einige Spiele hervorragend gespielt. Nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Und das macht einfach Mut und lässt einen mal positiv in die Zukunft blicken. Dankeschön. Schauen wir mal auf die andere Seite. Adrenalin kennst du auch, Chris, oder? Also Adrenalin ist auch etwas, was dir durchaus vertraut ist. Wie schaut es bei dir aus? Wie zufrieden bist du? Ihr habt ja durchaus einen ziemlich guten Saisonstart hingelegt. Wie ist dein Befinden heute Abend? Sehr gute Frage. Ich antworte ein bisschen anders als Steffen. Die Ergebnisse sind zurzeit schön und wir sind in einem Sport, also so ein Profisport, ne? Also es ist schön wichtig, dass die Ergebnisse auch stimmen. Aber mir gefällt viel mehr gerade die Prozesse, die Prozessziele, die wir dann füreinander setzen und erreichen. Und vor allem unsere Mentalität und die Charakter. Ne? Also die Mannschaft ist so zusammengestellt worden, dass wir dann diese loyale Hunde quasi, diese tolle Defense haben und die ohne eine Katze kommt und geht, wenn sie will. Und dass wir dann trotzdem mit unserer Dreierquote oder Freiwurfquote vielleicht nicht immer da stehen, wo wir wohnen, dass wir trotzdem Sportpunkt entscheiden können, ist top. Und noch viel wichtiger ist die Art und Weise, wie wir spielen, wie wir Hagen repräsentieren und wie wir zusammenstehen. Deswegen die Ergebnisse, ich freue mich drüber. Es gab auch Zeiten, wo die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Aber ich habe mich mehr geärgert in der Zeit nicht über die Ergebnisse, sondern über die Mannschaft und die Prozesse, die dann damals schlecht gelaufen sind. Deswegen ist es eine tolle Phase. Ich komme sehr, sehr gerne in die Halle. Ich komme sehr, sehr gerne zum Spiel. Und selbst wenn wir verlieren, habe ich meinen Kopf hoch und Brust breit und kann auch ein bisschen schlafen abends. Das klingt sehr gut. Kommen wir zum Thema, das eigentlich Sportler oder Funktionäre eigentlich teilweise auch sehr, sehr ungern beantworten. Und zwar die Frage nach Zielen. Eintracht hat ja vor der Saison zum Beispiel gesagt, dass sie sich ungern auf ein Ziel festnageln lassen wollen. Die Liga ist sehr hart. Wir haben es in der zweiten Hand bei Bundesliga zu tun, die in der Breite sehr gut aufgestellt ist. Viele qualitativ ähnlich begabte Teams. Und da ist es ja auch irgendwo schwer, vielleicht ein konkretes Ziel festzustellen. Aber hat sich etwas rauskristallisiert? Habt ihr eine Zielsetzung, die man jetzt heute so sagen könnte nach diesem Saisonstart? Oder wollt ihr weiterhin sagen, wir wollen bestmöglich abschneiden? Wie schaut's aus? Ja, wir haben ein klares Ziel. Wir wollen das nächste Spiel gewinnen. Und daran ändert sich auch nichts. Und wenn wir das Ziel zu uns gebracht haben, dann schauen wir aufs nächste Spiel. Alles andere macht in dieser Liga auch gar keinen Sinn. Drei Spiele hintereinander gewinnst, bist du 6, 7, 8 Plätze nach oben gespült. Verlierst du 3 Spiele, dann stehst du auf einmal wieder kurz vorm Abstieg. Insofern macht es gar keinen Sinn, langfristig in die Zukunft zu blicken. Wir müssen schauen, dass wir jetzt
regenerieren, unsere Verletzten wieder an Bord kriegen und dann fahren wir nach Potsdam und da hängt eine Traube hoch. Da wartet der Bob Hanning auf uns mit seinen Jungs, mit hochtalentierten, gut ausgebildeten Spielern und alles andere wäre totaler Quatsch, sich darauf in irgendeiner Form jetzt schon einzulassen. Wir müssen in Potsdam punkten. Potsdam ist ein ganz wichtiges Spiel für uns, weil es eine Weiche stellt. Und wenn es 10 zu 10 Punkte, gewinnst du in Potsdam, hast du danach ein Heimspiel, kannst du das auch wieder gewinnen, dann bist du oben mit dabei. Verlierst du in Potsdam, bist du erstmal im Mittelfeld angekommen. Und deswegen ist das das einzige Ziel, was wir verfolgen aktuell. Okay, Dankeschön. Dann stellen wir gleich die Frage vielleicht nochmal auch an Phoenix. Wenn ich richtig informiert bin, wollt ihr ja nächste Saison sozusagen, übernächste Saison, das habe ich doch gesagt, übernächste Saison wollt ihr den Aufstieg anpeilen. Dieses Jahr korrigiere ich mich falsch, in den Playoffs würde ich nicht nein zu sagen. Ne? Ist ja auch für mich auch ein festes Ziel. Ihr seid auf einem guten Weg und daran hat sich auch nichts geändert. Das heißt, wenn jetzt vorher der Aufstieg klappen würde, wird man sich da wehren oder wie läuft das ab? Ah, das ist eine kritische Frage. Hallo? Hallo? Geht das? Ja. Also grundsätzlich, ich habe vorher gerade zu Chris gesagt, wir haben jetzt gerade 4 Siege Vorsprung vor dem Abstiegsplatz, das ist schon mal super. Aber Spaß beiseite, wir haben 20-jähriges Jubiläum, wir haben im 19. Jahr oder im 19. Saison es geschafft, nach 5 Jahren wieder in die Playoffs zu kommen. Ich fand das Spiel irgendwie ganz nett. Man würde es schon gerne wieder erleben und das wäre dann auch die Premiere, dass wir zweimal in Folge in die Playoffs kommen, was es auch noch nie gab. Und das ist ganz klar ein Ziel. Wir haben ein bisschen im Vergleich zum Handball den Vorteil, dass wir keine Platzierung angeben müssen, weil wir haben halt die Playoffs und du hast halt einen Haufen von 10 bis 12 Mannschaften, die sich um die Plätze prügeln. Wir wollen gerne einer dieser Mannschaften sein, bestenfalls ein bisschen besser als andere. Aber im Großen und Ganzen ist das eine richtig enge Liga. Wir sind gut gestartet. Wir haben, also letztes Jahr haben wir gesehen, haben wir 19 Siege gehabt. Und es war trotzdem eine enge Kiste, dass da wirklich in die Playoffs gerutscht bist. Platz 5 hatte auch 19 Siege. Das heißt, wenn du 20 hast, bist du relativ sicher drin. Das ist schon mal ein nettes Ziel. Davon haben wir jetzt 25% nach 6 Spielen. Das ist okay. Im Großen und Ganzen ist unser Ziel, der Saison 25-26 auch wirtschaftlich, infrastrukturell so aufgestellt zu sein, dass der Aufstieg angegriffen werden kann. Wenn wir jetzt aber eine Mannschaft haben, die charakterlich extrem stark ist, das haben wir dieses Jahr tatsächlich, und die irgendwie auch Lust haben, sehr viele Spiele zu gewinnen, auch das haben wir, dann Runde. Wer war's? Bayern. Bayern. Geldstrafe. Ah, auch gut. Geldstrafe, ja. Das Handy klingelt, das ich gehört habe. Und das Thema ist einfach, dass wir im Hintergrund, also da rede ich vom Office, da rede ich vom Ticketing, Merch, von Sponsoring, von der Infrastruktur einfach so gut versuchen zu arbeiten, dass falls uns wirklich einer abrutscht und wir in der nächsten Saison hinlegen, irgendwie zumindest uns die Frage stellen können, was machen wir daraus. Es wäre vor der Zeit, das weiß jeder im Verein, aber wir versuchen einfach, genau wie die Jungs auf dem Feld versuchen, so gut wie möglich zu sein. Ich glaube, Seiler hat sich das nette Interview erlaubt und hat nach dem Sieg gegen Gießen gesagt, was ist dein Ziel? Und er hat gemeint, you wanna win a championship. Das war nett. Thanks, Seiler, for this after the Gießen game. You wanna win a championship was a good one. Aber ich glaube halt auch an die Jungs, I believe in those guys, weil das einfach, die glauben daran und das ist auch möglich, das können sie auch machen. Es wäre vor der Zeit, aber unsere Aufgabe ist es, versuchen, Schritt zu halten. Aber das Ziel ist, in die Playoffs zu kommen und alles andere ist im Bund. Okay, vielen Dank. Vielleicht bleiben wir noch ein Momentchen bei euch beiden. Meine Frage ist jetzt, ein Sportverein ist ja immer irgendwo darauf angewiesen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass die Infrastruktur stimmt, dass das Klima in einer Stadt gut ist, dass Leute sich entfalten können, dass auch irgendwie ein Angebot in aller Richtungen ist, mit Kultur, mit was auch immer. Kurzum, wie gut fühlt ihr euch in Hagen aufgehoben? Wie habt ihr möglicherweise Wünsche an die Stadt? Gibt es Dinge, die nicht funktionieren, in Absprachen, in keine Ahnung? Es gibt ja auch viele Auflagen, die ihr erfüllen müsst im Profibereich. Vielleicht fangen wir mit Michael an und danach nochmal zu Martin rüber. Also kurzum. Also ich glaube, wir haben einfach nur ein einziges Problem und bei den ganzen Projekten, die wir auch parallel fahren, sei es Teilzeitinternat, sei es Jugendzertifikat, was wir wieder bekommen haben, wir sind mit der zweiten Mannschaft auf dem Weg in die dritte Liga, das kann man im Moment so sagen. Wir haben einfach akut zu wenig Hallenzeiten, das ist ein echtes Problem, was uns auch ein Stück weit am Wachstum hindert. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Thema, was in aller Munde ist, was wir jetzt heute auch hier sicherlich nicht vertiefen wollen. Aber
Das ist tatsächlich ein kleines Problem, was wir haben. Ansonsten fühlen wir uns sehr wohl hier in Hagen natürlich. Ist ja ein Traditionsclub aus Hagen eben auch für Hagen und dementsprechend gibt es da keine Probleme mit der Stadt. Okay, vielen Dank. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ja. Ich bin jetzt wieder der, irgendwie, ich sehe das ein bisschen anders. Also ja, das Thema Halbzeiten, Hallen, wir merken, was für eine Herausforderung auch das jetzt ist mit der Eintracht, tatsächlich mit den neuen Hallenboden, da könnte die Eintracht nichts dafür, aber es ist schon, wird sich dauernd auch auf und ab ein bisschen, das heißt, wir sind total limitiert in dem, was wir da haben. Ich bin aber auch einfach der Meinung, und da mache ich mich jetzt vielleicht auch unbeliebt, wenn ich das sage, aber die Stadt macht viel zu wenig aus zwei Profivereinen in der zweiten Liga. Wir sind zwei Profivereine hast, die aufstrebend sind, die in die erste Liga früher oder später wollen, die nicht Fußball heißt, in einem Land, wo Fußball überflutet ist. Und die Stadt nennt sich Stadt der Fernuniversität. Jetzt will ich nichts gegen die Fernuniversität sagen. Das ist die größte Uni Deutschlands, alles cool, alles schön. Aber das ist einfach, das sind zwei Profivereine. Wir haben nebendran Iserlohn, die Roosters sind irgendwie allgegenwärtig, jeder sieht sie und wir machen in Hagen nichts aus dem Thema Sportstandort. So, und es ist ja auch nicht nur so, dass wir Profisport betreiben. Wir gehen in Schulen, in Kindergärten. Die Eintracht macht das genauso. Wir beteiligen uns an sozialen Projekten. Das heißt, diese Profivereine versuchen ja auch, also wir beide versuchen ja, kleinere Vereine mitzunehmen, eine Grundlage zu schaffen, das Sportinternat. Wir geben den Leuten eine Chance. Und die Stadt macht aus meiner Sicht, aus diesem Thema, nichts. Und das ist einfach extrem schade. Ich finde es schön, dass es Plattformen wie hier gibt oder dass ich mal einen Fachvortrag dazu halten konnte, auch bei der Wirtschaftsförderung. Das ist alles cool. Aber aus meiner Sicht, und das zeigt auch ein bisschen, ohne jetzt konkret die Hintergründe zu kennen, aber das Hallenprojekt hätte wahrscheinlich schon längst gepusht werden können, wenn jede Woche einer der Politiker dort irgendwie aufstellt und sagt, was ist denn jetzt die Sache, können wir jetzt mal darüber reden? Entweder sagt ihr uns klar ja oder klar nein. Aber irgendwas müsst ihr uns sagen. Und ich finde, da lässt die Politik und Hagen den Sport ein bisschen nebenher laufen und nutzt die Macht eigentlich nicht, die das Image dieser beiden Vereine entwickeln kann. Und da muss die Stadt aus meiner Sicht viel mehr draus machen, damit weniger über Galeria und über Innenstadt und Migrationsprobleme und mehr über Profisport gesprochen wird und über das, was die Vereine für die Stadt tun. Ja, dieses Hallenthema werden wir heute nicht klären können, allein weil die handelnden Akteure, die heute Abend nicht dabei sind, die darüber aufklären können, was der aktuelle Stand bei diesem Projekt genau ist. Tatsächlich, beziehungsweise wir sitzen hier nicht auf der Bühne, Verzeihung. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es in den Händen der Behörden gerade liegt, das wurde gerade richtigerweise gesagt. Insofern würde ich dann mal zum nächsten Punkt hopsen. Und das wäre jetzt tatsächlich schon die Frage, was eure beiden Vereine so verbindet. Vielleicht mit einer etwas provokanten Frage, die hoffentlich jetzt nicht in das Tischtuch zerschneiden wird. Wer ist Anhänger oder Funktionär, Spieler, wie auch immer, eines Vereins und war diese Saison schon beim jeweils anderen Verein zu Gast? Einmal die Hände heben, bitte. Okay. Ich sag mal, das ist ausbaufähig. Das muss man auch sagen. Aber trotzdem erstmal die Frage an Stefan Liff: Was verbindet eure beiden Vereine? Was verbindest du mit Phoenix? Warum gehst du dort gerne hin? Weil ich habe gesagt, dass du zumindest gerne mal ab und zu ein Spiel siehst. An dich die Frage einmal. Ja, was für Erinnerung, wir sind beides Profimannschaften in der zweiten Bundesliga. Das heißt, wir haben auch nicht einen riesen Repertoire an Zeit. Wenn wir auswärts irgendwo jetzt in Potsdam spielen, können wir halt nicht parallel in der Ische sein und Phoenix anfeuern. Ich finde es ehrlich gesagt eher cool, dass schon von beiden Seiten sich Spieler und Funktionäre die Zeit genommen haben, um das weiter zu beobachten. Wir spielen in der gleichen Halle, wir haben einen super Austausch, zumindest kann ich das als Trainer über Chris behaupten, dass wir einen super Austausch haben, was Trainingszeit angeht, was die Flexibilität angeht, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Wer spielt vielleicht mal am Wochenende nicht, wer hat dann vielleicht mal Vorrang, die Trainingszeiten zu bestimmen. Wir versuchen wirklich da an einem Strang zu ziehen, an einem Standort, wo es mal nicht leicht ist, weil wir viel Rücksicht auf Schule nehmen müssen, parallel dazu. Was verbindet uns das Streben nach Größe, das Streben nach Erfolg, nach Euphorie, unsere Halle zu pushen, die Leute hier in der Stadt mitzunehmen. Und da geben sich, glaube ich, beide Vereine größte Mühe und das auch mit Erfolg. Und ich finde zum Beispiel so ein Wochenende wie das letzte unheimlich geil. Phoenix gewinnt Freitagabend vor einer vollen Halle, wir gewinnen Sonntag vor einer vollen Halle, Phoenix gewinnt Sonntag auch noch auswärts. Das ist das, was wir am besten jede Woche bräuchten, um
ja, diesen Sport einfach auch größer zu machen. Es geht um Sport, es geht, dass wir die Menschen mitnehmen, es geht darum, dass wir die Politik mitnehmen. Irgendwie müssen wir ja dann auch uns aufmerksam machen, wenn das bisher noch nicht gereicht hat. Erfolg ist immer ein guter Indikator, aber ja, viele Fürsprecher ist auch ein größerer Indikator, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man hinterher sagt, geht mal zu Phoenix, geht mal zu Eintracht, das sind beides coole Clubs, das sind geile Teams, die sich mit dieser Stadt identifizieren, die man ja auch in dieser Stadt sieht, die man ja auch in dieser Stadt wahrnimmt, die Vorbilder sind, alles was dazugehört, die junge Leute mitreißen. Und ja, das finde ich von beiden Seiten cool, dass das so gut funktioniert, auch in dieser Saison wieder. Und dass es da überhaupt keinen Gegeneinander gibt, sondern wir wirklich beide glauben, dass wir hier groß werden können in dieser Stadt, ohne uns dabei zu bremsen gegenseitig. Und das ist ja nun mal auch der große Vorteil, dass Vaterfußball in dieser Stadt nicht das alleinherrschende Thema ist. Wir haben natürlich auch Fußballclubs, die will ich auch nicht kleinreden, die haben auch ihre Daseinsberechtigung und haben auch viele Kinder in ihren Mannschaften. Aber trotzdem ist das ja was Besonderes. Und beide Sportarten sind ja sehr beliebte Ballsportarten in Deutschland und haben somit auch eine absolute Daseinsberechtigung. Und das sind, glaube ich, schon viele Verbindungen und viele Synergien und viele Energien auch, die beiden Seiten wirklich hilft, erfolgreich zu sein. Und mir als Hagener Junge macht das nun mal Spaß. Ich, das habe ich letztes Jahr auch schon mal gesagt, ich war bei Brandhagen auf dem Euro und ich bin auch gerne bei Phoenix in der Halle Euro. Und da bin ich ein bisschen alt für mittlerweile, sage ich jetzt einfach mal so. Aber die Stimmung ist cool, von daher kann ich mich auch dafür verdammt gut begeistern und freue mich jedes Mal, wenn Phoenix das Feld als Sieger verlässt. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir an dem Wochenende natürlich auch dann erfolgreich waren. Hast du schon mal einen Handball in der Hand gehabt? Zwei. Zwei in einer Hand offenbar. Ich kenne diese, also die Antwort von Steffen war optimal. Ich kann gar keinen Sinn dazu geben. Ne? Also die zwei Vereine arbeiten wunderbar zusammen, meiner Ansicht nach. Nein, ich habe kein, also ich glaube, ich hatte richtig Spaß in Handball. Sieht physisch aus, sieht schnell aus, sieht cool aus. Aber nee, hatte ich noch nicht diese Vergnügen gehabt und würde mich tierisch freuen, wenn ich mal eingeladen wäre zu trainieren. Ja. Wir kommen auch gerne vorbei. Ihr habt eben, wann es dann stattfindet und wie, in welchem Rahmen. Aber da könnt ihr uns ja gerne auf den Laufenden halten. Ja, aber wirklich, also Steffen hat es so optimal geantwortet. Ne? Ich sage einfach, ja, genau wie Steffen. Also. Ja, wunderbar, danke schön. Ja, dann kommen wir noch zu einem anderen kleinen Themenkomplex, einem kleinen Exkurs, der auch unmittelbar mit heute Abend zu tun hat. Es geht um die Frage, wie man auch vielleicht Synergieeffekte nutzen kann. Ne? Also dieses Format, das ihr ja heute organisiert habt, das ist ja schon ein Paradebeispiel dafür. In dem Sinne unterstützt ihr damit auch die Gastronomen hier, die Menschen, die hier auch kulturell tätig sind und die hier ansässig sind in Elbersheim. Gibt es vielleicht noch weitere Möglichkeiten, die für euch irgendwie interessant wären, wo ihr sagt, da werden Projekte, die Potenziale haben, um uns noch weiter zu pushen und die beiden Vereine noch größer zu machen. Vielleicht fangen wir mit dir nochmal an. Also ich glaube, dass beide Vereine schon sehr, sehr viel machen. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, das soziale Engagement, die Kindergärten, Grundschulen, Kids zu bewegen. Das machen ja beide schon auf dem hohen Niveau. Das ist, glaube ich, ein erster Ansatz zu machen. Auf der anderen Seite aber auch, also ich glaube, wir haben halt die Aufgabe, uns mit der Stadt auch anzusetzen. Ich durfte jetzt letztens auch, wie heißt das, Projekt Mittelstraße? Nein, gib mir noch Hilfe nochmal, Christian. ISG. Ja, also wo man sich auch damit beschäftigt, wie kann die Innenstadt besser gemacht werden, an solchen Projekten auch irgendwie zu beteiligen und zu schauen, was kann wir an Input mit reingeben, was du aus der Stadt machen kannst, sich an, keine Ahnung, bei Blau oder Baum oder anderen Thematiken irgendwie mit einzubringen, weil am Ende auch, ich habe das heute Morgen gemerkt, wir sind heute Morgen von der Wohnung weggefahren und ich fahre immer an der Schule vorbei, dann fahre mit dem Auto vorbei und zu schreien, ah, oh, fertig! Das ist halt schön, wir wissen, ich glaube, wir vergessen manchmal, was ein Spieler, der ein Eintracht-Polo trägt oder ein Spieler, der ein Phoenix-Auto fährt, für einen Einfluss hat an den Leuten, an denen sie vorbeigehen oder fahren. Und ich glaube einfach, Teil der Gesellschaft sein, rauszugehen, die Restaurants, die Bars zu besuchen, mal in die Bücherei zu gehen, ins Sprungwerk zu gehen, wer noch irgendwie sich nach dem Spiel austoben möchte. Einfach Teil dieses Lebens zu sein und sich nicht wegzukapseln, als Mannschaft jedes Mal nach Bochum zu fahren, weil man hier nicht gesehen werden möchte. Ich glaube, das ist auch das, wo wir darauf achten, wenn wir darüber nachdenken, welche Spieler passen zu uns, wer will Teil dieser. Und dann kann man da schon ganz, ganz viel bewirken. Und ich glaube, man muss gar nicht einzelne Projekte, es ist cool, auch das, was hier heute, ich muss ehrlich gestehen, mich ärgert, dass das weniger Resonanz hat, als es verdient, weil das eine geile Idee ist.
Und das ist zweimal Deutschland. Das ist halt einfach so. Dieses Projekt ist auch wichtig und die sind cool. Und ich finde es mega geil, dass wir das mitmachen. Die Jungs haben ihren Spaß dran und ist alles cool. Aber ich glaube, einfach jeden Tag in die Stadt zu gehen und Teil dieses Lebens zu sein, hilft der Stadt schon ungemein. Und das sind genau diese Energieeffekte. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir nochmal in die eine Richtung von Eintracht Hagen. Und wie hast du den Tag heute erlebt? Und wo siehst du vielleicht noch Potenzial, die man abschöpfen kann in verschiedenen Projekten, die man auch vielleicht in Kooperation mit Phoenix Hagen machen könnte? Aber erstmal die Frage, wie hast du den heutigen Tag erlebt? Und hast du was ausprobiert? Hat man dich auch in der Pool-Edge-Stange gesehen oder sonst wo? Nee, bei der Currywurst. Achso, das war überragend, wenn ich das mal sagen darf. Aber ich möchte da ganz kurz darauf eingehen, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Vielleicht noch ein pragmatischer Ansatz. Wir können ja mal ein Turnier spielen, indem wir noch einen Fußballclub mit einbinden, hier aus Hagen. Und dann spielt jeder Club eben nicht in der Sportart, die seine eigene ist, sondern ich sag mal, die Fußballer spielen dann Basketball und Handball. Und alles auf Eis. Und dann machen wir alle Stadtmeister. Kriegen wir alle Fangruppen zusammen in die Halle rein. Und wer weiß, was dann für alle ist. Das ist eine schöne Idee, ich sollte definitiv mitnehmen. Ich würde sagen, das nehmen wir mit und tatsächlich wären wir auch schon am Ende dieser kleinen Talkrunde angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ich bedanke mich bei Ihnen zurück fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und auch nochmal jetzt an der Stelle von uns, ich nehme euch einfach stellvertretend mit rein. Ein ganz großes Dankeschön an die neue Färberei, an die Paul Garage, an die Musikschule, an die Werkstatt, an das Elbers 800, an Quamboni, Stein. Musikschule. Musikschule, hab ich schon gesagt. Bowling. Bowling. Und ganz besonders an Christian, der einfach wirklich für diese Anlage so viel macht. Wir reden so viel, der bemüht sich nicht nur für die Anlage, für die Stadt und alles drum und dran. Ich bin jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren hier, jetzt kann ich es besser beurteilen als letztes Jahr. Du machst so viel und ich hoffe inständig, dass wir weiter genau so an einem Strang ziehen, das weiter pushen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und schönen Abend allen noch.